Hallo leidenschaftliche Bayern München Fans, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, euch für den Kanal anzumelden, einen Daumen hoch zu geben, das ist für uns sehr wichtig, und schaut bis zum Ende, um keine aufregenden Neuigkeiten zu verpassen, die wir heute mit euch teilen möchten. Bayern München bereitet sich darauf vor, seine Abwehr in diesem Sommer mit neuen Talenten zu stärken. Nach einer herausfordernden Saison in der Bundesliga sucht der Verein nach neuen Gesichtern für die Innenverteidigung. Ronald Araujo war ein Hauptziel, aber der Uruguayer war während des Wintertransferfensters nicht verfügbar. Um die Abwehr vorübergehend zu verstärken, hat Bayern Eric Dyer von Tottenham Hotspur für 6 Monate verpflichtet. Dyer hat sich bewährt und wird bis zum Ende der nächsten Saison in München bleiben. Die Partnerschaft mit Thomas Tuchel war entscheidend für seine Anpassung. Neben Araujo hat Bayern ein Auge auf junge defensive Talente in Europa geworfen. Das Interesse an Ousmane Diomande von Sporting CP nimmt zu. Diomande, ein 20-jähriger Verteidiger, ist für seine defensive Stärke und seine Fähigkeiten mit dem Ball bekannt und gilt als aufstrebendes Talent. Mit der möglichen Verpflichtung von Diomande wird Bayern der Konkurrenz von Premier League-Clubs wie Arsenal, Chelsea und Liverpool gegenüberstehen. Der bayerische Verein ist bereit zu investieren, um seine Abwehr zu stärken und eine solide Zukunft zu sichern. Mit den geplanten Neuzugängen wird Bayern voraussichtlich Veränderungen in der Innenverteidigung sehen. Während einige Spieler wie De Ligt Veränderungen ausgeschlossen haben, könnte die Zukunft anderer wie Upamecano neu bewertet werden. Große Aufregung erwartet die Bayern-Fans in der kommenden Saison. Also, was haltet ihr von den Neuigkeiten? Bleibt dran für weitere Updates und Gerüchte über Bayern München. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mia San Mia.